besten Sushi-Laden Münchens. Der hat einfach 5,0 Sterne. Wirklich mit Leib und Seele bei der Sache. Auf jeden Fall ein Besuch oder mehr wert. Wenn ich das mit euch teilen könnte, Mann. Oh mein Gott. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Ich stehe hier vor dem, meiner Meinung nach, also ich habe ein bisschen recherchiert, besten Sushi-Laden Münchens. Der hat einfach 5,0 Sterne. Ich esse gerade diese Woche nur Sushi, 7 Tage lang. Dementsprechend müssen wir natürlich den besten, bestbewertesten Sushi-Laden Münchens testen. 5,0 ist echt krass. Okay, es hat erst so um die 60 Bewertungen, was aber meiner Meinung nach schon stark ist. Also bei 10, 20 könnte man meinen, ja okay, mehrere 100 wären natürlich noch krasser. Da haben viele 4,8 jetzt gehabt und ich wusste nicht, was der beste ist, bis ich den entdeckt hatte. Wollte ursprünglich so einen Hype-Sushi-Laden präsentieren als den besten, der jetzt seine dritte Location aufgemacht hat und Instagram-technisch da stark unterwegs ist, viel da Marketing macht, Fotos und sowas und auch dann in diese ganze Food-Blogger-Szene reingerutscht ist und oft in irgendwelchen Blogs erwähnt wird und in diesen ganzen Top-10-Listen immer weit oben ist. Dachte zuerst an den, aber ich habe mir den so angeschaut, hat mir nicht so getaugt, Preis-Leistung auch nicht so top. Und dann habe ich zum Glück den entdeckt. 5,0, echt krank, plus Preise sind auch stabil. Wir schauen mal kurz in die Bewertung rein. Teno heißt er. Sushi Teno, 56 Bewertungen. Alles 5 Sterne, außer eine, die war 4 Sterne, also ist schon echt krank. Unser Sushi Headmaster hat jahrzehntelang für ein bekanntes Münchner 5-Sterne-Hotel sowie für einige der beliebtesten Sushi-Restaurants mit Preiskrönung gearbeitet. Okay, krass. Nun hat er sich endlich selbstständig gemacht. Softy Softy. Rezensionen. Hier seht ihr es. Nur 5er und eine 4. Das Sushi war sehr lecker. Inhaber mit seiner Frau waren total herzlich und haben sich um uns gekümmert. Ich kann das Teno nur empfehlen. Richtig leckeres Sushi. Zu einem sehr fairen Preis. Ja, das hat mich auch sehr angesprochen. Also ich habe das Menü abgecheckt. Wirklich mit Leib und Seele bei der Sache. Auf jeden Fall ein Besuch oder mehr wert. Checkt gerne dann das Video ab, wo ich eine Woche lang nur Sushi esse. Und da werde ich auf jeden Fall, also wenn es mir schmeckt, mehr als einmal vorbeischauen. Richtig gutes Sushi zu fairen Preisen. Ich kann es besten Herzens empfehlen. Inhaber sehr freundlich. Normalerweise bin ich nicht so der Sushi-Fan. Aber dieses Restaurant hat mich wirklich positiv überrascht. Okay. Mal endlich mal keine langweilige Sushi-Kette mit vorgefertigtem Modell-Sushi. Modul-Sushi. Super nett, alles andere ist bereits gesagt, bis bald. Sehr lecker, freundliches Personal. Okay, ihr seht, alles krass, Mann, alles krass. Gehen wir rein. Das so machen mit Taschenlampe, damit ihr was seht. Sieht echt krass aus. Ich habe auch zwei exklusive Sachen gekauft, also einmal das hier und einmal das hier. Ich blende euch dann ein, was das nochmal war, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber die haben auch noch ein bisschen preiswertere Sachen, wobei das war auch in Ordnung. Also das hat ungefähr 10 gekostet und das auch jeweils 8 Rollen, also schon stabil. Ja, und jetzt gönne ich mir hier auf der dunklen Bank, aber was soll man machen? Okay, es gab einen kleinen Schnitt, denn es war zu dunkel. Ich konnte das Videomaterial nicht verwenden, deswegen sind wir hier heute nochmal. Es ist noch früh, das ist mein Mittagessen diesmal. Hoffentlich seht ihr besser. Es war zu dunkel für Thumbnail, alles. Ich blende noch ein paar Szenen ein, weil das war natürlich meine erste Reaktion von dem guten Essen. Und ich hatte auch da was anderes, was überkrass ist. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Let's go! Ich bin echt gespannt, Mann. Ich muss ehrlich sagen, boah, ist das krass. Seht ihr das? Boah, wie das noch dampft. Oh mein Gott. Mir fehlen die Worte. Also hier komme ich auf jeden Fall öfter hin. Heftiger Shit, Mann.
super softy, Mann. Boah, der kriegt auch 5 Sterne von mir. Wenn ich das mit euch teilen könnte, Mann. Oh mein Gott. So, Leute. Hab mir noch einen Bubble Tea gegönnt, weil ich probiere immer noch jeden Bubble Tea Münchens. Jetzt haben wir ein besseres Licht, Tageslicht. Jetzt können wir es in Ruhe genießen. Soweit ich Sushi halt noch genießen kann. Tada. Oh mein Gott, mein Stäbchen! Nein! Fail! Ich habe meine Stäbchen verloren! Genau da rein! Digga! Ich hoffe, ihr seht es so. Wieder zwei verschiedene Sachen. Eins hat 7 gekostet, eins glaube ich. Ne, beide haben 7 gekostet. Ungefähr. Diesmal mit Hähnchen. Weil ich krieg normalen Lachs jetzt nicht mehr runter. Die nächsten Tage, also ich glaube, ihr wisst es gar nicht, aber ich drehe momentan ein Video. Ich esse eine Woche nur Sushi, dementsprechend testen wir ja auch den besten Sushi-Laden. Der Reis ist auch krass, Mann. Mit Teriyaki-Soße. Moment. Boah, geil. Auf jeden Fall teste ich momentan. Nicht testen. Ich esse eine Woche lang nur Sushi. Langsam wird es hart, aber es schmeckt immer noch top. Gestern Abend hatte ich Probleme. Dementsprechend die nächsten paar Tage vielleicht auch mal nur vegetarisch, nur Avocado, Gurken und sowas. Heute mal Hähnchen und Thunfisch. Boah. Boah, der ist krass. Gurke für den Biss, aber krass gewürzt, Mann. Saftig, Mann. Der Reis ist krass, Mann. Reis ist schön frisch. Gut gerollt. So kann man echt 7 Tage aushalten. Ist übrigens ein Vietnameser gewesen. Was ein bisschen überraschend ist, weil hier Vietnamesen und Sushi eigentlich nicht so, aber ja, immer mehr Vietnamesen machen Sushi, auch gutes Sushi und Bubble Tea. Wie gesagt, ich teste ja momentan auf alle Bubble Tea Läden in München, da treffe ich auch immer mehr Vietnamesen. So weich und saftig im Abgang. Gestern, ich habe es echt nicht mehr runterbekommen, auch wenn es nicht schlecht war. Es war nicht schlecht, aber irgendwann ging es bis hier, ich konnte nicht mehr runterschlucken. Keinen Bock mehr auf den Geschmack gehabt, aber jetzt gerade. Okay, das schön. Hat sich vor kurzem selbstständig gemacht, erst vor 3-4 Monaten oder so. Mit seiner Frau, nur die zwei. Sonst kein Arbeiter, kein gar nichts. Wir haben ein bisschen gequatscht. Auch wenn mein Vietnamesisch nicht das Beste ist. Kein Lieferdienst, kein gar nichts. Also doch mit Lieferanten und so, aber keinen eigenen. Hat keine Ahnung von Webseite und Marketing, Internet und sowas. Ein paar Neffen und Nichten haben das für ihn eingerichtet. Er meinte, ja, egal, Hauptsache, wenn das Essen schmeckt, dann kommen die Leute eh. Und das stimmt halt auch. Das Essen ist Hammer und 5,0. Nicht ohne Grund. Wir sehen uns, glaube ich, zu Hause jetzt dann bei der Bewertung. Ich hinterlasse 5 Sterne.